Ja, hallo zusammen und einen wunderschönen guten Tag. Und da stehen wir auf der Suche nach besagter Hexe, die uns hierher geführt hat in diese doch etwas seltsam anmutende Höhle mit Schneehasen. Schauen wir uns mal ein wenig um. Blümelis kann man immer gebrauchen. Schneehasen kann man, glaube ich, maximal killen, ist aber völlig sinnlos. Ein Hirsch. Ja, so, dann schauen wir mal. Madame ist meines Erachtens nach hier oben irgendwo, aber vorher nehmen wir das. Moa. Ich habe mich schon gefragt, wie lange du noch brauchst, Geralt. Ich bin oben. Hast du. Nur herein. Ich weiß. Ich suche ja auch nur noch ein paar Blümelis, nur für dich natürlich. Und dann komme ich gleich. Erscheine. Halt bei dir irgendwie. Taps, taps, taps. Sei gegrüßt, Hexer. Na, sieh mal einer, guck. Hast was vergessen? Wo? Hoffentlich bist du nicht zum Gaffen da. Nein. Doch. Zum Reden. Ja. Dreh dich um und warte. Matt im Herzen von Velen. Ich dachte, du kannst das Landleben nicht ausstehen. Ich kann dir versichern, jetzt noch weniger als je zuvor. Hab erfahren, dass in der Gegend eine Hexe lebt. Hätte nie vermutet, König Foltests frühere Beraterin hier zu finden. Bin ich froh, dass die Welt dich noch überraschen kann. Ich beneide dich um diese Naivität, die sonst nur Kindern, fahrenden Rittern und Schwachköpfen vorbehalten ist. Mhm, da ist sehr sympathisch. Gereizt. Begrüßt man denn so einen alten Freund? Ich hab dich doch mit einem hübschen Anblick begrüßt. Jetzt sag mir, warum du hier bist. Weil ich's kann. Gibt es Neuigkeiten von deinen Schwestern aus der Loge? Nein. Heutzutage dürfen wir nicht viel über die anderen wissen. Ist sicherer so. Habt ihr nicht mal versucht, Kontakt aufzunehmen? Ich wollte es. Viele Male. Aber ich kann nie mit Sicherheit wissen, wer mir antwortet. Oder zuhört. Ich wette, du kannst dir die Frage denken. Was machst du hier? Lass mich nachdenken. Das Landleben genießen? Die schöne Landschaft bewundern? Oder das uralte Bündnis zwischen der Stadt und ihren Kornkammern fördern? Nein, ich verstecke mich, Geralt. Merkst du nicht, wie es um die Welt bestellt ist? Siehst du nicht, was passiert? Du meinst die Verfolgung der Magier? Genau das meine ich. Radovids neuer Zeitvertreib, jeden zu verfolgen, der auch nur einen Hauch von Magie besitzt. Hexenjäger, schon gehört? Mörder, die den ganzen Norden durchstreifen, Bücher verbrennen, Wahrsager aufknüpfen, Kräuterkundler foltern. Wie fühlt es sich an, die Dorfhexe zu sein? Schrecklich. Ist es nicht großartig, den grenzenlosen Respekt und das Vertrauen der Bauern zu genießen? Sie würden jeden respektieren, der Hämorrhoidensalbe herstellt. Du bist schon länger hier, nicht? Lang genug, um allmählich zu verrotten. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr ich diesen Ort verabscheue. Du hast dir einen seltsamen Ort als Versteck ausgesucht. Nicht ausgesucht. Im Norden machen Radovids Männer Jagd auf Zauberinnen, als sei es ein Kinderspiel. Nilfgaard kontrolliert den Süden. Wohin sollte ich fliehen? Der Imperator hält die Magier an der kurzen Leine, aber er lässt sie leben und ihrem Handwerk nachgehen. Radovid und Em hier unterscheiden sich in allem, außer in einer Sache. Sie hassen die Loge der Zauberinnen zutiefst. Und ich war ihr Mitglied. Zu einem anderen Thema. Ich suche nach einer gewissen jungen Dame. Ach, wirklich? Nach wem?
Angeblich hat sie sich mit einer Hexe vor Ort gestritten. Da hatte jemand einen Bären aufgebunden. Die Mädchen hier würden es nie wagen, sich mit mir zu streiten. Sie ist nicht von hier. Du führst was im Schilde, Geralt. Wenn ich dir helfen soll, musst du mir sagen, was los ist. Wen suchst du? Ciri. Ciri? Tja, dann verstehe ich die Geheimniskrämerei. Ganz zu schweigen vom Grübeln und dem finsteren Ausdruck. Und du sagst, dass sie ein Problem mit einer Hexe hatte. Du hast sie also nicht gesehen? Ganz bestimmt nicht. Aber jemand hat mich nach einer aschblonden Frau gefragt. Er hat betont, dass sie sich von den Bauern hier unterscheiden soll. Wer war das? Nicht so schnell, Geralt. Keine Bitte? Keine milde Gabe für eine Hexe? Meine immerwährende Dankbarkeit. Reicht das? Das ist nicht zu verachten. Aber du gerätst gerne in Schwierigkeiten. Ich sollte wohl lieber etwas verlangen, das du mir sofort geben kannst. Ach, verdammt. Schau mich nicht so an. Ich weiß, dass wir von Ciri reden. Es war ein Elf. Der nach Cirilla gefragt hat. Kein räudiger Skoyatel-Chaot, sondern ein Elfenmagier. Was hatte denn ein Elfenmagier in Velen zu tun? Nun, ich habe ihn natürlich alles Mögliche gefragt. Natürlich. Aber du weißt ja, wie Elfen sind. Er hat viel mehr Fragen gestellt als beantwortet. Hat er dir seinen Namen gesagt? Nein, hat er nicht. Und er trug eine Maske. Sehr geheimniskrämerisch, aber er gefiel mir. Er war intelligent und wusste sich zu benehmen. Hat er gesagt, was er von Ciri wollte? Nur, dass sie sich in Velen treffen wollten. Er wollte wissen, ob sie vor ihm angekommen war. Hat er eine Nachricht für sie hinterlassen? Nein, aber er wollte, dass ich sie zu ihm führe, wenn ich sie treffen sollte. Du weißt also, wo er zu finden ist? Ja, er sagte, er hätte in irgendwelchen Elfenruinen beim Dorf Mittelhain einen Unterschlupf gefunden. Ich gehe mit dir hin. Warum? Meinst du, alleine finde ich es nicht? Ich habe mit dem Elf noch eine Rechnung offen. Er hat mir etwas versprochen, was er mir nicht gegeben hat. Außerdem weiß ich, dass du denkst wie ich, dass sie dort sein könnte. Und ich würde Cirilla auch gerne sehen. Ich kann nicht sofort aufbrechen. Dann treffen wir uns dort. Ich warte am Eingang zur Höhle auf dich, nördlich von Mittelhain. So, dann schauen wir mal, welche Questhöhe das Ding überhaupt ist. 6, 4, ja, doch, kann man machen. Bevor ich jetzt nämlich einfach losmarschiert wäre, was relativ wenig bringt. Huch, da waren wir schon wieder durch. Habe ich mir gedacht, gucke ich lieber nochmal. Nicht, dass ich da irgendwie so eine Level 10 Quest renne. Das hätte nämlich ziemlich dumm enden können. Alter, ist das weit weg. Da unten. Ja. Dann gucken wir mal, was wir auf dem Weg da noch an Fragezeichen mitnehmen können. Plötze, kommst du her? Derweil kann hier nochmal ein paar Blümels flippen. Na. So. Plötze, willst du rein oder was? Ist jetzt regnerisch draußen? Los, lauf! Dann setzen wir uns mal eben hier einen Marker. Ich finde, wir können die 3 und dann hier so runterarbeiten. Das ist eine Idee. Dann fangen wir mit dem hier an. Komm schon!
Welche? Ich weiß nicht. Egal. Irgendwie wird das schon klappen. Hey. Hallo? Nein, ich wollte nicht auf den Gaul steigen. Nein. Mann. Manchmal. Na komm. Arschloch. Autsch. Hoppala. Oh. Diesen Bogenschützen mache ich jetzt erstmal weg. Habe ich ja noch mal gar keinen Bock drauf. Aber so überhaupt nicht. So, Nummer uno. So. So, um dich kümmere ich mich jetzt mal hier. So. Ruhe im Kabuff. Oh, klappte doch noch ganz gut dafür, dass die Level 9 waren, finde ich. Da haben wir Überreste. Hier. Weiß das für alles? Dafür tue ich mir den Stress an. Unfassbar. Und da. Naja. Viel war das jetzt mal nicht. Aber gut. Dann werden wir Plätzi beehren. Hallo Plätze. Und dann... Nee. Reiten wir mal weiter. Und zwar hier hin. Heya! Ach, Shitness. Wieder Level 9. Ich glaube das ja alles nicht. Na, Arschloch. Weg da. Da hinten ist doch noch ein Bogenschütze. Sag ich da. So, jetzt kümmern wir uns mal um den Burschen. Die Burschen da hinten. Autsch. Sowas macht man doch nicht hier. So, da hinten war doch noch ein Herr Bogenschütze. Ein einfaches Hey-Ho dafür, dass du jetzt gleich stirbst. Tötet, wenn ihr die Götter liebt. Na komm her, komm. Genau. Du bist alleine, da kannst du deine Kumpels noch so häufig suchen. Und wieder weg. Verdammt. Genau, du sagst es, verdammt. So.
Ruhe im Kabuff. So, da haben wir Leiche. Haben wir ein Blümeli? Ach, das ist wahrscheinlich noch ein bisschen was. Brüller war es auch nicht, aber... Da ist auch noch was. Ich glaube, das müsste es gewesen sein. Wir könnten eigentlich mal meditieren. So. Da fühle ich mich doch gleich viel wohler. So, Plätze. Schwerter noch durchhalten. Da ist ein Schmied, zu dem werde ich jetzt mal eben schnell hinreisen. Weil ich keine Werkzeuge mehr habe und so. Und Geld ist auch mal gerade eher Asche. Das ist das Frustrierende, dass diese Spielstände nicht online gespeichert wurden. Fand ich jetzt eher Medium die Idee. Aber gut, man kann nicht alles haben. Weiter so, hallo. Na, ich gehe zu Fuß. Jetzt reicht's. Guten du Tag, der Herr. Du kannst nicht sicher ohne eine Gabrielle sein. Genau. Lass mich einen Blick auf deine Waren. So, nichts zerlegen, reparieren. Ne, wir sind noch. Ja, ich will keine Verbesserung entfernen. Ja, ist okay. Ich will reparieren lassen. Die anderen Sachen repariere ich nicht, weil die will ich sowieso verdickern. Warum soll ich sie reparieren? So. Ja, war klar. Klar, 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 klar. Kann man auch verticken. Was hast du denn Schönes? Reparatursets. Kostet mich 114. Okay. Nehmen wir. Ist noch irgendwas, was ich wirklich jetzt aus dem Stand gebrauchen könnte? Sieht nicht so aus. Nein. Nicht so wirklich. Okay. Versuchen wir es mal mit Wind, weil das habe ich beim ersten Willst Durchlauf eigentlich mehr oder weniger Bäuschen ignoriert. Und Karten mit mir spielen? So. Und mal gucken, wie besser er ist als ich. Wahrscheinlich deutlich besser. Ist nicht so prickelnd. Na, schauen wir mal, was wir da so bereisen können.
So, was haben wir denn? Regen und Nebel. Was machst du? Naja, interessiert mich nicht. Tausche diese Karte gegen eine Karte auf dem Schlachtfeld. Das ist, jo, nehmen wir. Na gut. So. Eine ganze Eins dazu bekommen. Ich freue mich dann später mal. Drecksack. Ich habe keine schöne Wetterkarte. Das nervt mich jetzt gerade. Hey. Das ist ja mal richtig scheiße. Jetzt macht er wieder schön Wetter. Ich passe einfach mal in Hoffnung, dass sein Restblatt nicht so toll ist. Na, jetzt wird's spannend. Da kann ich einmal über. Hä? Wieso? Na, das ist ja ein Traum. Das ist doch scheiße. Das ist doch echt scheiße. Blöd. Ich will das nochmal. Nein. Du bleibst eben hier. Du kannst nicht sicher holen. Willst du nicht ein kleines Päuschen machen? Genau. Also mit Finte kann ich nicht wirklich was anfangen. Schöner Ring. Die kann ich auch nicht zweimal gebrauchen. Nein, Traum. Das fängt ja schon gut an. Was heißt denn da? Das ist Nahkampf. Ist das gegen Nahkampf? Ja. Nee.
das ist auch alles irgendwie. Mach doch. Das kann ich nicht gewinnen, das ist völlig ausgeschlossen. Toll. Ganz toll. Manchmal verstehe ich dieses Spiel nicht. So. Ich habe noch eine Karte. Ich habe noch 9 Punkte und er führt mit. Es kann nichts werden. Bogenschützen kann ich auch nicht mehr. Aber. Das müsste. Nein, das war dumm. Ach ja, ein Traum. Okay, Leute, das gebe ich jetzt mal auf. Bevor das zu langweilig wird, werde ich mich mal weiter. Ach, ich könnte hier aber trotzdem noch mal. Hier war doch irgendwo da. So, und da war auch noch mal. Ja, hätte es mich jetzt ja auch vorbeilassen können. So. Moment mal. Ach komm. Moment mal. Hast du viel Klappe halten? Gucken wir nochmal beim Händler. Hey, das war nicht der Händler. Ein Amulett. Das ist der Händler. Ein paar Schildkrötensteine. Was hast du sonst noch anzubieten? Zähne von Leichen und Nieren. Ja. Karten vor allen Dingen auch. Und Reparatursets. Nehmen wir. Und die Karten nehmen wir auch. So. Hast du noch irgendwas von meinem Schrott zu kaufen? So. Probieren wir es hier auch nochmal, aber hier nur eine Runde. Wie wäre es mit Gwent? Der kommt. Ah, toll. Entschuldigung. Mal sehen, was wir da werden. Aha. Super. Alter, der geht ja voll ab. So, das sind dann mal Nahkämpfer.
Okay. Was du kannst, kann ich auch. Hab ich denn? Da habe ich einen. Aha, jetzt macht er wieder schön Wetter. Habe ich auch noch, so ist das nicht. Das habe ich. Das ist doch. 27, 10 Punkte brauche ich. Also zwei Karten. Jetzt muss ich mal gucken, die ist nur für Belagerungsmaschinen. Ja, das tut ihm nicht weh. Dann nehme ich den. Und bin durch. Ja, das habe ich dann mal reell verkackt wieder, wa? Na ja, klar. Ach, ist das schön. Hier bin ich wohl raus. Schade, schade, schade. Man kann nicht alles haben. Hä? Ja, das ist ja eine tolle Runde. Okay. Kann ich hier noch irgendwas? So. Ja. Mein Freund Plötze, wo ist er denn? Hallo? Ja, ein Traum. Da ist er ja. Zweimal musste pfeifen, damit der Bursche sich auf den Weg macht. Lalalala, so. Ja, gucken wir mal. Genau, wir werden jetzt hier runter reiten. Schneller. Ja, dieses Dingsengedöns spiele ich dann immer mal zwischendurch. Es gibt da jede Menge Quests, so gegen Würte, Novigrad und dann gibt es Karten und ja. Da habe ich beim ersten Durchspielen, bin ich ja ganz ehrlich, jetzt auch nicht so gemacht. Und ihr seht ja selbst, das funktioniert auch nicht wirklich gut. Also werde es dann ab und zu mal tun, aber so ganz grundsätzlich halte ich das für sinnbefreit. Ist hier denn los? Vögel, komm hoch. Eine verlassene Stätte. Um die kümmern wir uns doch mal. Welches Level habt ihr denn, Bushis? Naja. Ja, das geht auch. Siehst du wohl. Ey. Jetzt bist du dran. Ey.
Hey, sag mal. So, und jetzt bist du noch dran. Schon blöd, wenn man den Bogen gerade spannen muss. So. Damit hätten wir diese Städte auch befreit. Selbstzufriedenes Lächeln. Ich bin ja doch ein Held, sagte er sich wahrscheinlich gerade. So, was haben wir denn hier? Da haben wir noch Gedöns, das wir mitnehmen können. Und davon nicht wenige. Lalalala. Kann man alles verkaufen, bringt alles Geld. Später Metz und so weiter und so fort. Mach das besser nicht. Was gibt es Neues in der weiten Welt? Geht dich gar nichts an. Kannst du selbst gucken gehen. Ach ja, wenn ich schon mal den Händler aus Versehen anklicke. Zeigst du mir, was du im Angebot hast? Also in jedem Falle gebrauchen können wir die hier immer. Aber ansonsten... Ich könnte natürlich verticken hier. Schwupp, 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 schwupp. Das möchte ich nicht verticken. Da können wir das und das und das und das und das. Da möchte ich auch nichts von verticken. So, das dazu. Bis dann. Haben wir noch ein Dönchen. Ich glaube, ich habe den. Weiß bitte, Gesundheit. So, wo sind denn hier noch? Hier müssen wir noch irgendwo. Und auch mit. Solange keine Wachen dastehen, ist das alles in Ordnung. Da wusste ich es doch. Da stehen die denn drei rum. Machen die eine Demo? Werde ich mir gleich mal angucken. Da können wir nochmal eben hier den hier machen. Hier auch. Ach, da hinten sind die Soldaten. Nicht so klug, wenn man... Guten Tag, die Herren. Die machen einfach nur ein Lagerfeuer. Dann ist das in Ordnung. Ja, bleib mal locker. So plötzlich. Ja, stimmt. Wo er recht hat, hat er recht. So. Dann haben wir dieses Fragezeichen. Die da hinten kann ich mir aber noch holen. Ach. Ach je, steig ab. Kopfschuss wäre toll, aber nein. Ja, mach ich doch mal so. Burn, Baby, burn. Alter, das ist jetzt aber mal nicht fair hier. So. Genau. Mach mal. Alter, die mit den... Ich glaube... Weg. Alter. Pack die Axt aus der Hand. Du nervst. So. Können wir uns hier mal umschauen. Das wird auch alles nicht aufregend sein, aber who cares. Da haben wir doch nochmal ein bisschen was rausgeholt. So, ihr Lieben, und für heute würde ich sagen, mache ich mal Schluss. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und lasst es euch gut gehen. Bis demnächst. Wolves are sleeping midst the trees, but all a swaying in the breeze. But one soul lies anxious wide awake, fearing all manner of goose hugs and raves.